Auf einer Pressekonferenz der bayerischen Staatsregierung hat Markus Söder den Kurs der Bundesregierung bestätigt. Das Lockdown-Konzept wird bis Mitte Februar fortgesetzt. Die Sorge vor den Mutationen macht vorzeitige Lockerungen unmöglich. Auch in Bayern wurden bislang mindestens 20 Fälle von hoch ansteckenden Mutationen bestätigt. Ob die Mutationen auch gefährlicher sind, wird derzeit noch untersucht. Dennoch sind Lockerungen bei weiterhin sinkenden Inzidenzzahlen möglich. Bei ersten Lockerungen wird Schulen und Kitas oberste Priorität eingeräumt. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, müssen rückwirkend bis Januar keine Kita-Gebühren zahlen. 270.000 FFP2-Masken werden für Erzieherinnen und Erzieher bereitgestellt. Zum Thema Impfung verwies Söder auf 86% Erstimpfung in Alten- und Pflegeheimen. Es bleibt jedoch weiterhin das Problem der Verfügbarkeit der Impfstoffe.